von der Überpartei Deutschland. Ich bin von der Überpartei Deutschland. Auf die Bühne. Ich denke, es ist ein Verbrechen zu behaupten, man kann durch den Staatsapparat was verändern. Durch Petition oder was weiß ich, deine Ansprache. Keine Ahnung, Wahlen auf jeden Fall nicht. Der Bundeswahlausschuss hat nämlich uns die Überpartei nicht zur Wahl zugelassen. Das kommt einem Parteiverbot gleich. Mit der Bergpartei, der AfD, der DIE-Partei, der Humanen Wirtschaftspartei und vielen anderen anspruchsvollen Parteien wurde das Gleiche gemacht. Wir leben in einer Diktatur, ist euch das klar? Schäuble, Merkel und wie sie alle heißen, die Regierenden machen nichts, wofür sie nicht bezahlt werden. Überwachung ist ihr Job. Ständig kommen Leute mit den Piraten an. Ich meine, nicht die richtigen Somalier, sondern die Piratenpartei. Wir haben Attac überlegt, die WLSG und jetzt die Piraten, das kann doch nicht sein. Ihr wollt Freiheit statt Angst? Für eure Freiheit wird die Natur vergiftet und die Afghanen zerbombt. Wollt ihr diesen Weg weitergehen? Dann kann der Staat nicht anders, als sich mit und euch mit immer rassistischeren Methoden zu schützen. Was passiert an den EU-Außengrenzen? Wie fühlt sich Überwachung erst an, wenn du Illegaler oder Asylant bist? Wir scheißen auf diese Freiheit, die Freiheit der FDP. Ihr wollt doch nur jetzt kostenlos downloaden. Eure Menschenrechte heißen Arbeit und Konsum. Freiheit, ist das etwa die Freiheit von etwas, die staatliche Kontrolle, oder ist Freiheit ein Prinzip, das Prinzip der Selbstbestimmung? Wir werden doch alle irgendwie gesteuert. Wir hier, wir sind die reichsten 1% der Weltbevölkerung. Überwachung haben wir davon, dass wir nicht gegenseitig auf uns aufpassen können, weil wir nicht von unserem Eigentum teilen, weil wir andere ausgrenzen durch die Definition von normal. Überwachung ist die völlig kulturbedingte Festigung von Normativität und die Fortsetzung imperialistischer Angriffskriege im Innern. Wer von euch hat sich denn mal ernsthaft mit dem Islam auseinandergesetzt? Ja, und ich meine es nicht durch Fernsehen oder Zeitung. Die ganzen Medien lügen von vorne bis hinten. Das Internet ist auch voller rassistischer Anti-Islamismen. Es guckt mich an, wie die zweitgrößte und am schnellsten wachsende Religion als überall exotisiert und fehlinterpretiert wird. Was kann man bei euch so überwachen? Habt ihr etwas Individualität und perverse Fantasien? Klaut ihr ab und zu, dann nehmt ihr Drogen? Okay, immerhin, yeah, okay, immerhin, yeah. Das sind gute Gründe, hier zu sein. Aber wie narzisstisch, dass wir denken, die Überwachungskameras sind wegen uns installiert. Sind wir irgendwie kritisch oder gar aufständisch? Wie viele Arbeiter haben wir Leben gelassen für das Arbeitslosengeld? Wie viele Arbeiter haben für Frauenwahlrecht und frühe Rente mit Blut bezahlt? Das, was damals das Richtige war, der offene Aufstand, ist heute vielleicht falsch. Aber ich klage euch an, wir klagen uns an, wir klagen euch an. Ihr habt Angst vor eurer Freiheit, unserer Freiheit, weil sie Verantwortung bedeutet. Würde die Demo Verantwortung statt Staat heißen und nicht Freiheit statt Angst, dann wären wir wahrscheinlich alle nicht hier, oder? Verantwortung statt Staat. Steigt aus dem System aus, kündigt eure Wohnung, quittiert euren Job, sabotiert die Bundeswehr, pflanzt Bäume, organisiert euch mit anderen, macht mal endlich was, was sich zu überwachen lohnt. Wir sind nicht die, die machen, was man sagt. Wir sind nicht die, die machen, was man sagt.